So Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K14 Challenges jeden Samstag und Mittwoch aktuell noch. Bekommt ihr eine neue Ausgabe von diesem Format präsentiert, wo ich eure Herausforderungen aus den Kommentaren oder bei WrestlingGames.de annehme. Die kreativsten und simpelsten Ideen werden genommen. Wenn ich eine Challenge dann annehme und diese meistere, bekomme ich einen Punkt. Wenn ich es nicht schaffe, bekommt ihr einen Punkt. Der aktuelle Zwischenstand nach 66 Ausgaben, wir haben aktuell die 67. ist gerade am Laufen, ne? Er steht 33 zu 33. Ja, wir haben also Gleichstand. Das bedeutet, heute entscheidet es sich, wer erstmal die Führung übernimmt. Und wir haben heute eine Herausforderung. Mal wieder. Vom guten Schnucki 98. Und er fordert mich zu folgendem heraus. Spiele ein Six-Man-Ladder-Match. Du Zufallgegner, Heath Slater, Edge, CM Punk, Triple H, Big Show, Challenge. Sorge dafür, dass Heath Slater das Match gewinnt. Falls du denkst, dass es zu lange dauert, dann spiele auf Match-Erlebnis schnell und stelle bei jedem einen Finisher im Voraus ein. Und das werde ich machen. Tja, das müssen wir erstmal hinkriegen, dass Heath Slater das Match gewinnt. Das Match gewinnt. So, naja, mal sehen. Probieren wir mal mein Bestes. Ich soll Zufall machen. Dreieck, wer bin ich? Es ist Seth Rollins, ist okay. Im neuen Attire. Welche Attire nehmen wir? Wir nehmen Originalkleidung, ne? So, jetzt sollen wir Heath Slater, Finish erstmal hier einmachen. So, zack. Denn als nächstes Heath Slater. Das Main Event. Gut, guckt euch das Video mal an, falls ihr das noch nicht kennt, wo ich reagiere dazu, wo Heath Slater das Main Event von Raw gewinnt. Gebt mal ein. German Guy reacts to Heath Slater winning Raw Main Event oder so. So, als nächstes kommt Edge. Edge, wo haben wir ihn hier? Da ist er. Dann hier einmal, zack. Als nächstes kommt CM Punk. So. Als nächstes dann Triple H. Kriegen wir alles hin. Und The Big Show. Haben wir auch geschafft. Und dann mal hin auf Match-Erlebnis schnell. Warte, erstmal runter. Schnell. Arena lassen wir mal Hell in the Cell. Warum nicht? Und dann würde ich mal sagen: Los geht's, Freunde! Los geht's, Freunde! Wir müssen dafür sorgen, dass Heath Slater gewinnt. Na, mal sehen, was das wird. Was das wird. Das heißt, ich muss immer alle anderen wegwippen oder irgendwie mich raushalten und dann wirklich, ja, wirklich alle raus wegwippen, sobald jemand da eingreifen will. Was haben wir denn als Finisher und so weiter? Müsste normales Seth Rollins Moveset sein, ne? Jawohl. Seth Walker und Blackout kriegen wir hin. Und dann lass doch erstmal hier, wir kriegen erstmal, nee, warte, links hier. Slater kriegt erstmal Pedigree ab, der arme Sack. So, wie soll das denn enden hier? So, wir können ja schon mal ein paar Leitern hier ins Matchgeschehen reinbringen. Vielleicht ist das dann etwas schneller, man weiß es nicht. Zack, olle. So, ich hole auch die zweite Leiter rein, kein Problem. Heath Slater zeigt ebenfalls der Finisher. Reicht sich im Prinzip an den guten Triple H. Und positioniert schon mal die Leiter ziemlich gut, muss ich sagen. So. Ja, okay. So, du bleibst einmal da. Heath Slater, du kannst hochgehen. Hey. Hat die Möglichkeit hochzugeben. Das war nicht so schlimm. Wäre nicht so schlimm gewesen. Sag ich dir. So, einmal dahin. Achso, nee, haut nicht hin. Weil, ihr wisst schon. Come on. Dann haben wir jetzt schon das zweite Ladder-Match in dieser Woche, das wir sehen. Fangen jetzt hier mit seinem vergoldeten Finisher gleich, oder was? Nee, hat kein Wake-Up-Count. Wie macht das so aus? Ich habe erst gedacht. So, leider schmeißen wir mal um. Auch wenn ich das nicht wollte. Mal hier rauf und fliegen ins Leere. Jawohl. Das kann ich ganz gut. So, jetzt macht Punk sein Finisher endlich. Der zweite Ladder Match, das wir die Woche sehen. Bei WMO haben wir auch eins gesehen, ne? Am Montag. So. Oh, ich kann aber weit springen. Der gute Kollege Punk. So, Slater, du musst aufstehen. Das ist aber auch eine schwere Challenge, dafür zu sorgen, dass ein anderer gewinnt. So, dann haben wir hier. Machen wir mal. Geht das? Muss ja erstmal der richtige. Jawohl. Haben wir doch noch Edge anvisiert bekommen. Immerhin etwas. So, steh auf. Du musst dich um ihn kümmern. Warte, ich gehe mal eben da hoch und versuche ihn mal da wegzubringen. Da rauszubringen. Natürlich. Ich krieg den Superplex ab. Zumindest ist jetzt Bahn frei für Slider. Gehen, Slider. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt stehen beide Leitern einigermaßen okay.
Slater will jetzt seinen Wake-Up-Taunt machen und anschließend den Finisher, wie es aussieht. Macht er den? Schafft er es, ihn auszuführen? Sieht gut aus. Der DDT hier. Ich bleib hier noch ein bisschen liegen. Chill eine Runde. Während Triple H, Hunter, ein bisschen rumlockt, oder was? Sieht ganz anders aus. Es geht wirklich um die Führung heute, ne? Würde echt nach langer einer Ewigkeit. Ich guck mal eben, wann ihr, vor wie vielen Episoden ihr das letzte Mal die Führung hattet. Das ist echt eine Weile her gewesen. Boah, das ist ja Ewigkeiten her. Ewigkeiten. Kann ich gar nicht zählen. Oder müsst ihr jetzt durchgehen? Start mal 20 zu 20. Also Episode 40. Episode 40. Oh, schon wirklich schon eine Weile her. Naja. So, dann machen wir mal. Gut, Big Show in die Ecke rücken. Geht das? Naja. Heath Slater soll gut. Naja, mal sehen, wie wir das hinkriegen werden. Ich habe irgendwie noch mal in Zweifel, dass ich es schaffen werde. So, dann einmal die Kollegen hier. Genau. So, das einmal aufstehen. So, dann den da wegbringen. Nein! So, nein, ich wollte doch aufgehen. Nicht die Leiter kaputt machen oder die Leiter umschmeißen. Verstehst du es nicht? Ich habe schon gesehen, wie lange das dauert beim WMO auf schnell. Wir können ja mal selber reingreifen. Vielleicht schaffe ich es ja, mir das Ding zu holen. So, jetzt breche ich aber auch ab. Das kann mir einer runterbringen, genau. Man muss ja den Karabinerhaken ein bisschen lösen. Weißt du, Karabiner? Irgendwie so, ne? Wenn wir Pirates of the Caribbean Haken sagen. Ah, das war doch was anderes. Warte mal, Slater steckt fest! Das kann so nicht sein. Okay, jetzt ist er wieder am Start. Hank jetzt hier auch mit am Start. Ne, 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 ne. So. Zack. Und dann würde ich mal sagen, geht's hier mit einem Dropkick weiter und ich fall noch in die Leiter rein. Dann machen wir hier den, hier, warte mal. Heath Slater, deine Chance! Gehen! Warum machst du das nicht? Verstehe ich nicht. So, warte mal. Buckelbomb-Ansatz. Dann muss ich erstmal in die Ecke. Ach, ich kann OMG-Moment machen. Wollte ich doch gar nicht. Wollte doch kein OMG-Moment machen. Ich wollte einen Signature-Move machen. Habe ich den schon wieder geskippt. Oder wurde geskippt. Je nachdem, wie, von welcher Seite man das aus betrachten möchte. Aber auch mal schön. Sieht man auch nicht so oft bei mir in den Videos. Und wieso hat er auf einmal drei Finisher? Hat er normal drei Finisher? Warte mal. Genau, Heath Slater. Du bist hier am Drücker. Haben wir uns verstanden. Ich hau den mal hier weg, den alten Onkel. Na, no. Gibt es nicht. Gibt es nicht. So. Oh. Und auf die Leiter rauf gesuplext worden. Gar nicht nett. Heath Slater, du musst doch gewinnen. Du musst es schaffen. Das ist deine Chance. So, na, hey. Voll oben, genau. So, das kriegt Slater hier ab. Warte. So, jawohl. der Übergang war schön. Ach, Wiederholung, geht hier noch? Guck dir das mal hin. Der hat einen Arm so. Hopp da einfach rüber, warte. Guck mal von hier. Hopp. Schön gemacht. Von mir, I know, right. Und schöner Konter, muss man ja so einfach sagen. Ich werde jetzt das Ding hier ein bisschen besser positionieren für meinen Slater Boy. Wenn mir das gelingt. I don't know why I'm feeling this. Hey, Slater. So, jetzt dahin, Edge. Lass doch mal Slater aufstehen. Was ist denn da und so schön? Oh, ich hab doch Kreis gedrückt. Ich komme dahin gesprungen. Und Slater. Ein Dropkick. Wer hat das gemacht? I know. Wahrscheinlich wird. Mit am schlauesten ein bisschen draußen zu agieren. So, jetzt. Hier, kommst du leider. Hier, geh rauf! Guck mal, jetzt liegen noch Leute. Jetzt musst du bloß noch die Chance ergreifen. Das gibt es doch nicht. Jetzt kümmert er sich erst noch um Big Show. Weil er noch seinen Chokeslam abkriegen möchte, ja? Ja, komm, stell auf. Stell auf, dein Mist. Stell auf. Machen wir bloß ein paar Punches, wie das so ist, ne? Während Big Show Comeback zeigen will. Nee. Ich geh raus. Jawohl, Slater. Komm, hol dir die Leiter. Boah, wo gehst du denn hin? Bist du doof? Bist du deppert? Ihr könntet ja mal zu Hause probieren, diese Challenge.
zu gewinnen. Das wäre bestimmt interessant. Wir mal sehen. Hey, das war meine Leiter. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Also jetzt bitte dahin. So, mal sehen, ob mir einer folgt. Wenn ich jetzt auf die Leiter gehe. Und dann vielleicht einen Finisher ausführen. Geht das? Kommt einer dazu? Punk vielleicht? Punk? Der hat schon dreimal Chance gehabt zu gewinnen, ne? Das ist ja, sowas passiert natürlich nur, wenn ich nicht gewinnen soll. Guck da, stört keinen. Stört überhaupt keinen. Komm rauf! Ja, will keiner. Wie lustig. Wie lustig. Ist bestimmt natürlich doof. Ja, komm, Slater. Komm her, zu mir. No, oh, er muss erst seine Finisher ausführen, ist klar. Slater-mäßig. So arrogant, wie er ist. Na komm, Punk. Schmeiß mich wenigstens runter oder sowas in der Art. So. Punk, hier. Das gibt es doch nicht. Dann, wenn ich runter bin, schmeißt er leider runter. Oder, ja, vom Boden. Gibt es nicht. Gibt es nicht. So drowning. Jetzt Punk hier mit der Möglichkeit. Ja, komm mal, geh mal rauf da. Geh mal rauf, ich will mal Finisher machen. Los, Slider. Jawohl. Na, oh, Edge. Du bist doch behindert im Kopf. Du bist doch doof. Du bist doch doof. Das war die Chance für unseren Slater Boy. Ein Teil von Slater Gator. Nein. Hör auf hier. Nicht unsere Finisher ab. Abgeben. Jetzt! Jawohl! Jetzt ist die Möglichkeit da! Geh rauf! Jawohl! Ah, du brauchst. Jawohl! Das ist die Chance! Komm, Slater! Hol dir den Sieg! Hol dir den Sieg! Jawohl! Yes! 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 Ich, Slater, holt sich den Sieg und holt sich den Cover diesem Ladder-Match. Jawohl, Challenge bestanden. Oh, damit steht's 34 zu 33. Es gibt doch noch Wunder in diesem Match. Na, wunderschönes Highlight, wie einfach niemand was mit uns machen will und sich einen Scheißdreck um uns kümmert. Erst als ich darauf stehe, darauf stande. Oh Mann, ey. Da war ja schon wieder so eine Geburt, ey. Aber letztendlich hat sie es bezahlt gemacht, es durchzuhalten. Und Heath Slater holt sie den Koffer mit aller Kraft. Triple H wird da irgendwie draußen umher, während Big Show unbedingt seinen Chokeslam zeigen will. Heath Slater holt sie den Koffer. Wie sieht das gehört? Ne? Challenge bestanden. 34 zu 33. Es steht jetzt, oder ihr habt seid so eine Verantwortung, Challenges in die Kommentare zu posten, die einerseits machbar sind, auf der anderen Seite aber auch so sind, dass ich die ganz schnell verlieren kann. Ne? Dass ihr rechtzeitig wieder aufholen könnt und mal sehen, wer ganz am Ende vom Let's Play dann sich den Sieg holt. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Resttag. Daumen hoch, cool, Applock auszusehen. Nee, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder bei einer weiteren Ausgabe von der Challenge. Euer Franz, euer Verzockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.